Ja, hello again. Ich spreche ja hier heute mehrmals und ich durfte nicht jedes Mal den gleichen Vortrag bringen, leider. Deswegen habe ich mir für den zweiten Teil das Thema Gleichberechtigung überlegt, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Das ist ein Thema, das ich oft in meinen Grafiken behandle, denn diese Geschlechtersache, die bietet einfach viel Potenzial für Humor, manchmal sogar auch für guten Humor. In Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes, da heißt es zum Beispiel, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Da fange ich zum Beispiel immer schon an zu lachen. Ich meine, da ist ja noch Luft nach oben in Sachen staatliche Bemühungen. Mir fallen da wirklich einige bestehende Nachteile ein, die noch beseitigt werden müssen. Da wäre zum einen zum Beispiel Gewalt gegen Frauen. Da müssten wir mal anfangen, auch die Dinge beim Namen zu nennen. Wovor Frauen Angst haben. Dunkle Gassen, Waldwege, Tiefgaragen, unbeleuchtete Parks, gewalttätige Männer. Oder die Nachteile, die sich in den Medien zeigen, ihr kennt das, Wahrscheinlichkeit, dass Frauen älter als 30 werden, im Mittelalter, in der Steinzeit, im deutschen Fernsehen. Oder die Nachteile, die sich in der Verbindung von Sexismus mit Rassismus zeigen, ja, wann Frauenrechte ein Thema sind, bei der Lohngleichheit, wenn es um Kinderbetreuung geht, bei Chancengerechtigkeit, beim Thema Kopftücher. Wo sich die bestehenden Nachteile besonders deutlich zeigen, ist beim Thema Arbeit und Geld. Also für Frauen ist es mit dem Arbeiten so eine Sache. Wir können da ziemlich viel falsch machen. Ja, es ist einfach ein heikles Thema, wofür Frauen sich rechtfertigen müssen. Nur Kinder, nur Karriere, Kinder und Karriere oder keine Kinder und keine Karriere. Und die wenigsten Frauen in Deutschland entscheiden sich in ihrem Leben auch nur für die Karriere. Das zeigt sich dann auch beim Geld. Frauen verdienen in Deutschland durchschnittlich fast 1200 Euro weniger als Männer im Monat. Der Gender Pay Gap beträgt 18%. Was es mit dem Gender Pay Gap auf sich hat, habe ich hier mal visualisiert, was Frauen verdienen, was Frauen bekommen. Ich weiß, der Gender Pay Gap, der wird immer gerne angezweifelt, oft von Männern, auch oft von Männern, die keine Elternzeit nehmen können, weil sie so viel mehr Geld verdienen als ihre Partnerin. Aber es ist ja auch kein Wunder, dass Frauen weniger Geld verdienen, sie arbeiten ja auch weniger. Oder? Ich habe da mal genau hingeschaut und ich habe eine verblüffende Entdeckung gemacht, was Frauen machen, die nicht arbeiten. Kochen, putzen, einkaufen, Wäsche waschen, Kinder erziehen, Familienalltag organisieren, aufräumen, nicht arbeiten. Wenn wir also von Arbeit sprechen, ja, und nicht nur von bezahlter Arbeit, dann leisten Frauen tatsächlich mehr als Männer und noch viel mehr seit Ausbruch der Pandemie. Sie arbeiten also nicht Teilzeit, sie werden nur Teilzeit bezahlt. Und hier lauert die große Gefahr, sowohl für Frauen als Individuen als auch für die ganze Gesellschaft. Ja, denn jede vierte Frau ist finanziell abhängig von ihrem Partner. Das heißt, wenn sie sich scheiden lässt, dann droht ihr Altersarmut unter Umständen. Jede sechste Frau über 65 Jahren lebt in Deutschland unter der Armutsschwelle, Tendenz steigend. Gerade jetzt in Zeiten von der Inflation und steigenden Preisen sieht das dann so aus, wer in Zeiten steigender Preise Rentner um ihr Einkommen beneidet, Angestellte, Selbstständige, Rentnerinnen. Also, Frauen arbeiten im Schnitt jeden Tag mehr als Männer. Dafür bekommen sie aber auch nur knapp halb so viel Rente. In keinem anderen europäischen Industrieland ist die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen so groß wie in Deutschland. Und ich finde diese Zahlen erschreckend. Ja, also Gleichstellung ist in Deutschland immer noch so eine riesige Baustelle. Und wie Baustellen in Deutschland so sind, erst werden Gräben aufgerissen und dann passiert jahrelang nichts mehr. Ja? Denn wenn wir beim Thema Frauen und Lohnarbeit bleiben, dann sieht es ja immer noch so aus. Was gleich für Frauen in der Wirtschaft bedeutet, gleiche Chancen, gleiche Bezahlung, können Sie gleich mal das Protokoll schreiben. Das ist doch aber eigentlich absurd, dass Männer immer noch so die Arbeitswelt dominieren. Also es ist doch wirklich ein alter Hut, dass Diversität
gut ist, dass sich Diversität positiv auf die Gesellschaft, aber auch auf die Wirtschaftsleistung auswirkt. Also Diversität im umfassenden Sinne jetzt und nicht nur auf die Geschlechter bezogen. Ja. Diversität in Unternehmen ist wichtig. Ne? Jetzt haben wir den Fachkräftemangel, der erlaubt es ja sowieso nicht mehr, dass nur noch irgendwie Christians und Michaels eingestellt werden. Aber Diversität steigert den Umsatz, sie hilft dem Unternehmensimage, sie verbessert die Produktentwicklung, sie hat noch so viel mehr positive Effekte, dass diese Männerdominanz sowohl aus gesellschaftlicher, aber auch aus unternehmerischer Sicht eigentlich gar nicht die beste Lösung ist. Ja? Okay, wir haben Diversität in deutschen Unternehmen, aber die sieht dann zum Beispiel so aus, Männer mit blauen Krawatten, Männer mit roten Krawatten, Männer mit grünen Krawatten, Männer mit grauen Krawatten, Männer mit gelben Krawatten, Männer mit schwarzen Krawatten. Also ein bisschen was hat sich getan in den letzten Jahren. Die Unternehmen haben dazugelernt, also etwa, dass es Frauen gibt und dass sie sie brauchen. Und dann haben sie eifrig versucht, diese Frauen zu fördern. Aber das stieß jetzt auch nicht bei allen auf Anklang. Es hieß dann, ja, man bekommt ja als Mann gar keinen Job mehr. Ja, da wurde das natürliche Anrecht eines Mannes auf eine Spitzenposition in Frage gestellt und auf einmal fühlten die sich diskriminiert. Ich habe mal eine Grafik zu dieser wirklich bedauernswerten Lage. DAX-Vorstände in Zeiten der Frauenförderung. Frauen, Männer, die es trotz dieser Benachteiligung geschafft haben. Ja, also Frauen sind trotz dieser ersten und oft zaghaften Bemühungen in den wichtigen Schlüsselpositionen des Landes immer noch deutlich unterrepräsentiert. Und deshalb fordert ja immer irgendwo irgendjemand eine Quote. Ja? Aber dann heißt es sofort reflexhaft, aber Quoten sind total unfair. Das soll doch irgendwie nach Kompetenz gehen und nicht nach Geschlecht. Okay, wie man Menschen nennt, die wegen ihres Geschlechts im Arbeitsleben begünstigt werden, Quotenfrauen, Männer. Ein Problem bei diesen ganzen Debatten ist ja, wie diese Quotendebatte, dass es da halt immer um sowieso schon privilegierte Frauen geht, ja? Beim Thema Spitzenposition. Und wir dürfen beim Thema Gleichstellung natürlich nicht nur über diese Top-Jobs sprechen. Das passiert aber leider häufig. Das sieht man ja auch an meinen Torten, mit denen ich immer so wieder aktuelle Debatten kommentiere. Aber es ist so, also ich persönlich finde eine paritätische Verteilung von Macht und Einfluss wichtig. Gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Entscheidungen dürfen nicht nur von Männern getroffen werden. Aber wir müssen bei den Gerechtigkeitsdebatten natürlich alle Menschen irgendwie im Blick haben, unabhängig von ihrem Geschlecht oder von ihrem sozioökonomischen Hintergrund. Und da, finde ich, könnte man vielleicht mal unser ganzes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem unter die Lupe nehmen und gucken, ob man da nicht hier und da irgendwie eine bessere Lösung finden könnte. Ich würde sagen, ja. Aber wenn wir jetzt mal mit kleineren Ansprüchen starten und unser System so, wie es ist, akzeptieren, dann bedeutet das, dass Menschen ausreichend lange erwerbstätig sein müssen, um eine vernünftige eigene Rente zu bekommen. Also auch Frauen. Auch Frauen, die einen Großteil der unbezahlten Sorgearbeit stemmen. Und ohne diese Sorgearbeit würde einfach alles zusammenbrechen. Um Frauen jetzt dieses Berufsleben zu erleichtern, das sie halt für eine eigene Rente brauchen, müssen wir über Vereinbarkeit sprechen. Vereinbarkeit funktioniert in Deutschland super, allerdings nur unter zwei Bedingungen. Wenn man keinen Job hat, oder wenn man keine Familie hat. Und deshalb ist es eigentlich auch keine große Überraschung, dass sich so wenig Frauen in Deutschland für Kinder und Karriere entscheiden. Ich kann euch sagen, was diesen Frauen fehlt, um genauso berufstätig zu sein wie Männer. Das sind halt nicht bis Durchhaltevermögen oder Selbstbewusstsein, es sind die Betreuungsplätze am Nachmittag. Ja, und dabei sollte ja Vereinbarkeit auch gar kein Frauenthema sein, sondern geschlechterübergreifendes. Also ich habe mal nachgeschaut und ich habe festgestellt, auch Männer haben Kinder. Ja? Also das Statistische Bundesamt sieht es zumindest so. Arbeitgeber sind da anderer Ansicht. In meinem dritten Teil hier wird es ja dann nochmal um Fortschritt und um Entwicklung gehen. Die Entwicklung in Sachen Gleichstellung der Geschlechter ist momentan leider eher ein Rückschritt. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, Pandemie.
In der Pandemie haben bis zu einem Viertel der Frauen ihre Lohnarbeitszeit reduziert. Mütter sind länger in Elternzeit geblieben und sie haben berufliche Weiterqualifikationen häufiger abgesagt als Männer. Die Bertelsmann Stiftung, die hat in diesem Zusammenhang von einer strukturell bedingten Depriorisierung der Erwerbstätigkeit der Frauen gesprochen. Und das Wort strukturell ist hier wichtig. Ja, denn wir müssen aufhören, Frauen zu erzählen, sie hätten sich ihre Lage ausgesucht. Frauen suchen sich doch keine Jobs aus, weil sie schlecht bezahlt sind. Jobs werden schlecht bezahlt, wenn sie überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Und Frauen suchen sich Jobs aus, die es ihnen ermöglichen, genug Zeit für die unbezahlte Sorgearbeit zu haben. Also, wir haben ein strukturelles Problem in Deutschland und darum muss sich der Staat kümmern, nach Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Denn die Lösungswege für Individuen, die sind relativ beschränkt. Das zeige ich hier, wodurch sich strukturelle Probleme lösen lassen, indem man sich nicht so anstellt, indem man einfach nicht darüber jammert, indem man guten Willen zeigt, indem man auch mal darüber lachen kann, indem man da mehr Eigenverantwortung zeigt, indem man sich da mehr anstrengt. Dankeschön.